Hallo. Und damit herzlich willkommen zurück zu Es laggt. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Ich Ich mach schnell starte ein. jetzt mal kurz, Okay, wenn du ich kannst auch einen Timer machen. habe. Timer läuft. Und wir spielen jetzt weiter gegen die katzenblauen Menschen und Freddy macht in der Zeit ein Video, Ich mach kein Video. wie er mich mobbt. Ich habe was Grünes gefunden. Das benutze ich. Ich glaube, selbst grüne Sachen dürfen für dich schlecht sein. Für mich ist alles schlecht. Ja, bei 16 Millionen durchschnittlichem Schaden. Oh, ein Bossmonster. Oh, das ist tot. Also One-Hit. Also kriegst du überhaupt Schaden oder sowas? Ich habe gerade Sachen aufgesammelt. Achso, ich habe sie. Nee, also ich krieg schon noch Schaden, aber ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Steht da noch irgendwas bei deinem Leben? Ja, Moment mal. Kurz gucken. 665 Milliarden. Oh, ich bin gelevelt. Wann denn das? Hätte ich nicht sagen. Moment, dann skill ich noch mal kurz. So, reicht. Das ist lächerlich. Ja. Das Haar ist für mich auch lächerlich. Lächerlich, ich breche mich weg. Oh, es laggt schon mal schön auf jeden Fall gerade. Mein Computer arbeitet gerade irgendwas im Hintergrund. Sollte ich jemals wieder Titan Quest Let's Play, dann erinnert mich daran, nicht Jagd und Natur zu nehmen. Wieso? Weil die Klassen irgendwie nicht so toll sind. Ich hätte echt Hast Erde du und deinen Bogenskill genommen? Schaden. Nein, ich nehme keinen Bogen, weil Bogen mich anstrengt. Weil Bogen einfach OP ist. Deshalb ist es ja so lächerlich, dass ich Natur genommen habe. Weil Natur so viel mit Bogen zu tun hat. Naja, ne, Jagd und. Nein, Jagd man nicht. Ich wollte gerade sagen. Jagd ist ja fast nur Bogen mit und Bogen. Speer. Ohne Waffe, Ja, die Rums heißt. hat aber mehr Bogenskills. Nicht blau, Nein. oder? Grün. Ach du Scheiße. Hilfe! Was ist das? Ja, wo bist denn du? Genau über dir! Ich muss mal kurz was aktualisieren, weil ich Danke habe für nur die ein Heilung. Inventar. Bitte. Du Ja, hast ich nur habe ein die anderen, Inventar. ich habe die anderen noch nicht freigespielt. Ich habe die nicht mitgenommen. Gut, auf jeden Fall. Kenn ich. Hast einfach jede Hauptaufgabe ignoriert. Ja, mach ich immer. Das noch mal. Weiß ich nicht. Und ich hoffe, es kommt bald mal wieder ein bisschen Gelaber, denn ich möchte mal wieder ein bisschen Gelaber hören. Naja, es kommt ja. Ne, ich will ja keinen Spoiler hier, das ist ja scheiße. Naja, wer das Multiplayer Let's Play guckt, spoilert sich ja sozusagen selbst. Du hast keinen Platz mehr. Wer das was? Wer das Von Multiplayer mir und Let's Play dir? guckt. Ja. Macht das Spaß? Danke. Ja. Ich werde das hier übrigens weiterhin unter dem Namen Single Let's Play führen, weil ich bin ja alleine. Es ist niemand mit mir auf diesem Server. Auf deinem Server. Einfach Server, es ist niemand auf diesem Server. Dein Ich Gepäck hasse es, dass ist ich manchmal voll. so mega langsam zauber. Du musst mal die Sachen mitnehmen, ich hab keinen Moin. Platz. Bevor wir in diese Höhle gehen, gehe ich nochmal kurz zum Händler und verkaufe. Also in dieser Höhle ist auch wirklich nichts drin, aber. Karte erkunden. Ich habe was vor mit der Karte. Was ich wahrscheinlich niemals machen werde. Was? Seht ihr dann. Auch? Oder auch nicht. Stimmt wahrscheinlich eher nicht. Klingen, Schilde, Tränke, Machst du Beinschienen, wahrscheinlich sowieso nicht, Bögen, oder? Helme aller Sorten. Ja, Oh, kann ich wahrscheinlich eher dir nicht. helfen? Die Rüstung habe ich gerade weggepackt. Der Schild ist schlecht. Ich habe gerade noch was Schönes gefunden im Internet. Was denn? Was denn? Nö, schon gut.
Was Schönes ja. für Titan Quest? Erzähl mal. Nee, schon gut. Ich komm bald wieder! Sag ich dir später. Sag ich dir, wenn du 19 bist. Okay. Tschüss. Meinst du jetzt die Waffensheets oder was? Was für Waffensheets? Es gibt. Ich glaube, er meint eher das Charakterdesign. Die Waffensheets sind ja nicht neu. Oh, scheiße. Naja, aber es ist cool so als... Als Ninja, ah, das geht, ja, aber die anderen... Ja. Das Ninja-Ding ja, ist ja wohl nur meine, geil. Ja, Ninja geht aber, Riff. Ich bin echt extrem lange so rumgelaufen. Keine Ahnung, was ich überhaupt machen wollte. Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, ich bin nur aus der Höhle wieder rausgegangen. Und vorher in die Höhle rein. So. Kaum lässt man Jörg mal 5 Minuten alleine, ist alles weg. Ist ja schlimmer als mit Freddy. Wir müssen nächstes Mal wieder Borderlands mit Kirschi zocken. Nee. Möchte ich jetzt nicht mehr. Jetzt wo es mal PR erwähnt, das möchte ich nicht mehr. Okay, nie wieder Borderlands mit Kirschi. Yep. Dein Schrein. Danke. Ah, ich muss gerade an die Aussage von Freddy denken. Oh, ein Schrein. Ich hab keine von der Rede. Und ich denke mir so, wo zum Teufel ist hier ein Schrein? Ist übrigens extrem leise. Oh nicht, sorry. Ich habe auch nur noch meine Mausklicks und die sind so recht laut. Ich level mal kurz, ne? Ja, mach das. Wir sind jetzt ja eben nicht. Im Portal. Wir müssen Sacred weiter Let's Play. Wow, mach mir keine Angst, du Fixer. Gut, dass der richtig gute Sachen hat. Oh, er hat einen grünen Speer. Na, ja, ist okay. Ist ja gut, nicht so richtig. Wow, was ist jetzt gerade passiert? Leckt so ein bisschen, ne? Er war gerade ein bisschen so laut. Irgendwie Angst, dass meine Platte vollläuft, obwohl sie fast leer ist. Freddy, wie viel Speicher hatten wir denn? 4 Terabyte. 4. 4? 4! 4? Ich bin dort. Gehst du schon weiter? Okay. Nein! Dann mach ich mal so genüsslich erstmal das Portal. Ja, ja. Ich warte hier oben gerade auf dich. Was machst du da unten? Soll ich dir Besuch mitbringen? Nö, okay, musst du nicht. Okay, dann lass ich ihn zu Hause. Wow, Alter, lag das. Sind das Internet-Lags von dir aus oder von mir aus? Das fragt die mich nicht. Fragt die mich nicht. Okay. Hast du eine von der, die das?
ich dir das sagen könnte. Das ist gerade nichts, wie ich mir vorgestellt habe. Was? Ja, ist schon gut. Wie du dir vorgestellt hast? Bitte drück dich klarer aus. Wo bekommt man nochmal das erste Dings-Upgrade, das Inventar-Upgrade? Megara. Das zweite in Athen, nicht Athen. Ja, nein, das zweite gibt's ja schon Dings in. Ja. Ägypten. Was hast du da? Okay, ich frag. Die Ladezeit weg ist, dann kriegst du auch. Ich hab bis aber nichts bekommen. Welche Quest waren das? Was ist das? Der dicke Mann. Total runtergehen. Der hat kein Fragezeichen drauf. Ja. Ist so ein Fettsack. Das wird nur Gebäckbeutel erhalten. Gefunden. Scheinbar nicht. Du bist jetzt aber schon in Megara, ne? Ja. Ja, und hier ist direkt so ein Typ in der Hauptquest. Den meint ihr oder meint ihr den anderen? Nee, kein. So ein Fettsack. Da ist einer. Wo denn genau? Du gehst beim Portal runter und auf der rechten Seite ist einer, der hat kein Fragezeichen drauf, sondern nur so ein Kristall oder was das denn auch immer ist. Ja, genau. So eine Raute. Weitergehen, 8 Minuten haben wir noch. Ah, ja. Weil du um. Woher weißt du das? 36 angefangen hast. Okay, Hauptsache du merkst ja, wann ich angefangen habe. Nicht mehr, ich merke mir was. Was gibt's denn die Uhrfunktion bei Titan Quest? Siehst du, wie spät ist das? Hauptaufgabe aktualisiert die Quelle. Warte, ja. Was hast du gemacht? Nur bis hier vorne hin. Ja, aber warum Hauptaufgabe aktualisiert? Mir stand davon nichts. Ich hab grad. Okay, ignorieren. Du willst zu lang gehen, oben oder unten? Quest. Okay. Finde ich auch besser. Unten. Verdammt, du bist danke. Ein Freddy. Das würde ich gerne nehmen. Nee, unten sind Zombies. Also Untote. Ah, stimmt, ja. Magst du keine Untoten? Runenstab des Schreckens. Ja, schrecklich. Boah, ich nehme doch jetzt hier nicht drei Runenstäbe auf, dann bin ich hier gleich voll. Scheiße drauf. Die Runenstäbe sind aber echt auch ein bisschen was wert. Und dann gehen Scheiß mal mit. Ich hab noch oben 500.000. Ja, sorry. Gehst du jetzt noch unten lang? Das heißt, sorry, dass ich lebe. Muss dich Timo auch erstmal beibringen. Nein, also ich musste ihm die korrekte Antwort auf sorry, dass ich lebe beibringen. Die kannte er noch nicht. Sollte dich auch leid tun? Ja, genau. Das musste ich mir heute erstmal beibringen. Aber er hat es schon fast richtig gemacht. Er hat dann immer nur geantwortet, ja. Wieso habt ihr denn da ein Beet gemacht? Frag mich nicht. Ja, wir dachten mir auch. Als erstes, es laggt übrigens gerade. Wir dachten ja als erstes, wir sollen nur so 2-3 Pflänzchen da hinten in die Ecke setzen. Und dann kam auf einmal ein gewisser Mensch an mit 4 Kisten Pflanzen und meinst so, ja, und das machen wir hier so ein bisschen und das da so ein bisschen und bam, war das ganze Beet auf einmal voll. Jetzt den Schacht auch mal gesetzt? Der kam mir gar nicht bekannt vor. Das ist so ein Versicherungsschacht oder so. Welcher Schacht?
Ach, der da, ja, der da liegt, der silberne Schacht da. Nee, das ist einfach nur Wasser. So. Also das ist Beregnung. Der ist ganz alt. Da steht schon Rost drin. Also richtig Rost. Interessant, interessant. Das ist irgendwie ein bisschen hurt, das hurt. Riecht auch richtig widerlich. Hurt, hurt. Fliegende Zombie. Ja, genauso eine Schockwelle wollte ich auch. Ja, ich mag die hier, diese, wie heißt sie jetzt, Rotationsstörung, was bei Bumpe 4. Stufe ist, Realitätsstörung, die finde ich noch geiler eigentlich. Aber die kostet halt noch ein Level. Kostet gar nichts, ja, glück dich nur an. Ich werde es ja irgendwann sehen im Multi. Lieber immer so 2-3 Sachen drauf konzentrieren, ja, und die erstmal voll machen. Es gibt doch beim Traum irgend so ein riesiges Viech, oder nicht? Bei was ist denn das, Hund, für ein riesiges Viech gibt? Ist das nicht Geist? Bei Geist oder so? Ja, Geist kannst du so einen Typen beschwören, ach, aber der bleibt noch eine kurze Zeit, oder? Ja, so ein riesig. Ja, ja, ich glaube schon. Verteidigung ist auch lustig mit der Riesenform. Das ist der, glaube ich. Ja, das ist der geile. Verteidigung. Kannst du dich als Riesen machen? Oh, hier ist ein Sternemonster. Ich weiß nicht. Ich bin auf die Quest. Ah! Scheiße. Ja. Ich würde dich heilen, wenn ich sehen würde. Hab dich mal. Ja, Finsterbogen ist hier. Weißt du, die mit so einem Eiskristallen, die einen die Energie absaugen. Bist du gerade noch durchgelaufen halt. Ja. Ja, hab ich gesehen. Am geilsten ist Freddys Ring. Der einfach mal alle. Nein, du wirst dich schlagen. Das ist richtig gut. Ja, oder vor den Boss kämpfen. Gut, ja. So, der Kine, der war voll harmlos deswegen. Ich meine, was er hat sich zweimal verdreifacht und dann war er tot. Okay. Naja, ich finde, ganz ehrlich, zweimal sogar. Ab dem Orient wird eigentlich erst interessant, so richtig. Orient wird auch wieder schön designt, finde ich. Ja, aber ich finde, extrem geil anzukommen. Und sie haben sich mit Ägypten trotzdem am meisten Mühe gegeben. Griechenland, Entschuldigung. Mit Ägypten? Ich finde danach irgendwie ist alles hängen. So überhastet. So. Wie im Orient zum Beispiel kommst du von den hängenden Gärten, kommst du durch eine Höhle irgendwo in der Steinzeit wieder an? Mit Neandertalern? Na gut, Heule halt ein bisschen, Jörg, ist okay für uns alle. Kennst du das Spiel? Nee. Michael. Und noch nachher bis zur Hälfte. Ich kenn's nur bis Ägypten. Jörg? Ja, ich bin da. Jörg! Ich hab Besuch mitgebracht! Hab ich ihn abgehört? Du bist bei meinem Dicken. Ich hab was Blaues. Kommst du mal eben kurz mit? Ich auch, und das ist richtig scheiße. Labyrinthisches Schild. Was denn? Okay. Ich hab hier gerade ganz netten Besuch für dich. Ich hab Geschwindigkeit der Wildnis gefunden und das ist der größte Scheiß. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Ja. Das hier ist Professor Dr. Skelett Sternibus. Ich dachte, vielleicht magst du den ja. Ich sehe schon, du mochtest den. Brauchst du Armschienen mit 44 Rüstung? Ja. Jetzt guck mal her, du. Mein Schild. Moment. Ich sehe ihn nicht. Ist von dem Rüstungsset. Hab ich auch eins. Babylonisches. Der Helm sieht geil aus, da hast du so zwei Hörner. Ja, genau. Die sind schwer auf dem Kopf. Hab ich? Also den habe ich auf jeden Fall im Multiplayer Play auf. Und Fischi hat den Speer, den ich gefunden habe. Auch von babylonisches Set. Die gibt es immer ganz hier in Ägypten. Ja, das war dieser Part. Also den Speer haben wir in Dings gefunden, in Babylon gefunden. Orient. Den Speer haben wir in Babylon gefunden. Gut, und das war's dann mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen.